Cream and Cheese, Sahne und Käse aus dem Sonic-Universum müssen sich einen Spirit-Slot teilen. Ist interessant, eigentlich hat sie ja zwei Schau, so heißen die kleinen Kreaturen. Der zweite ist Chocola, ein brauner. Nur weil dann Sonic Heroes vermisst und gesucht wird, reicht das für Cheese, dass er hier in Smash Ultimate der einzige Begleiter von Cream ist? Ist das gerecht? Niedrige Schwerkraft, alle bleiben länger in der Luft, erhöhte Gegnerabwehr in der Luft. Ja, weil die halt auch fliegen kann mit ihren Hasenohren. Okay, aber die ist nicht so stark unterwegs. Angriffskraft von 3500, da mache ich mal keinen dicken, ne? Noch mit Mr. Game & Watch, da wir im nächsten Part nach diesem wieder online kämpfen. Und dann werde ich auch mal mit Watchy versuchen, ein bisschen, reale Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ach, das ist ja witzig. Ja, und repräsentiert sind sie durch Melinda und Mini-Shigi. Okay, von dem Hautton passt es ja eigentlich. Von Shigi, meine ich jetzt. Müssen auch beide in die Pfanne hauen. Das wird nicht das Problem sein. Green Hill Zone ist ja vertreten. So, ja. Noch mehr Sprünge. Nee, erhöht die eigene Sprungkraft. Wie gesagt, Sprünge erhöhen. Ich weiß nicht, wozu das nützen soll. Wenn man das wirklich braucht, dann hat man Smash noch gar nicht so intus. Normal sollte man von seinem Charakter den Rettungsmove beherrschen. Und bei manchen, wie bei Mr. Game & Watch, ist es auch nicht allzu schwierig. Ryota Hayami. Ja, Schulk, wo kommt der her? Wave Race. War auch schon lange nichts mehr Neues gehabt, ne? Schnelles Wasser versinken, Rutschalarm, Bremsen, fast unmöglich. Der hat nur 1800. Das letzte war für ein Gamecube, ne? Ich meine, Wave Race ist jetzt nicht der Systemseller, aber dass sie es einfach auch lassen. Man muss halt auch sagen, auf der Wii, nach dem Gamecube halt, gab es genug andere Sachen, die, sag ich mal, diesen Wassersport ersetzen konnten. Es gab ja, ich weiß nicht, Wii Sports Resort und es gab hier, wie heißt es, Vacation Dingsbums? Das, was jetzt auch erschienen ist für Nintendo Switch. Einfach mal ein Wii-Spiel nochmal für die Switch rausgebracht. Ohne nennenswerte Änderungen. Go Vacation ist das. So ein typischer Nintendo-Move. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Nintendo ist groß im Porten dabei, ne? Oder ein bisschen den Port verschleiern wollen. Ah, Funky-Modus, hu. Oder wir haben jetzt nicht Toadette, ja, doch Toadette und Peach drinne. Und ja, mein New Super Mario Bros. U Deluxe Let's Play wird folgen, wenn ihr es denn noch später haben wollt. Line Beck aus Zelda. Schnelles Wasser versinken für alle. Ja, dann lassen wir das gerade so. Aktivitätsleiter, ja? Ein Shop hat er wohl kaum. Wollen wir den mal in die Pfanne hauen. Vertreten durch Luigi. Und Toon Link muss natürlich dabei sein. Ist doch ganz klar. Okay, zusammen sind sie gar nicht mal schlecht unterwegs, merke ich gerade. I'm Luigi. Number one. Nee, die sind sogar sehr gut unterwegs gerade. Meine gelegentlichen Treffer in den Bock dann auch nicht fett. Ich glaube, ich hatte gerade einen dicken Hammer. Nehmt dies! Fuck. Hätte das klappen können. Nee, das kriegen die schon hin. Wie prophezeit, das kriegen die schon gebacken, ne? Mehr Konzentration, bitte. Ja, Watchy sitzt noch nicht so ganz. Da lässt sich überall noch was verbessern. Ich denke, dass auch Real-Life-Gegner ganz anders reagieren. Dass die, keine Ahnung, ab B oder den doppelten Schlüssel, auch so eine Taktik von mir einfach, den Schlüssel quasi einmal anzutäuschen und dann nochmal zu machen. Das überrascht oft viele online.
War zumindest in Smash 4 so. Erstmal auf einen fokussieren, ist schwierig. Aber diese Bombe, ihr merkt, ich werfe diese Bombe viel zu häufig ohne wirklichen Effekt. Und ich finde, die haut auch gar nicht rein. Die Schildkröte, die war es mehr. Die war es mehr. Let's do this. Natürlich bereit, Mann. Ich kann doch nicht immer so an... Ja. Seine Luftattacken wurden schwächer. Das ist schon mal Fakt. Also nochmal zur Erklärung, weil sich manche denken, da ist doch die Schildkröte. Ja, es ist... Früher war die auf beiden Seiten in der Luft. Was macht er denn? Arme Luigi. Voll gefangen. Was willst du denn mit zwei Schwertern? Oh, falsche Richtung. Ich glaub's ja wohl nicht. Also, aber mehr Krampf statt Kampf. Mal gucken, was er bringt. Außer ein bisschen gutes Zeug. Gutes Zeug ist immer gern gesehen. Didum-di-di-dai. Was ist da vorne eigentlich los? Schon wieder ein neuer Bereich, ja? Erkundung in den Dschungel? Was wird das? Ahoi, Chef. Na, Lust auf eine kleine Schatzsuche? Okay, ich schicke ein paar Leute los. Hier hast du Logok. Ups. Dann nimmst du mal noch gepflegt Camilla. Wie wäre es noch mit jemand Gutem? Das kommt, glaube ich, auf ein Level an, haben sie mal gesagt. Stand ja mal da. Den Octoling und... Wollen natürlich nicht Vega unterschlagen. Wie lange dauert das? 10 Stunden. Ist mir einerlei. Dann nehmt euch 10 Stunden Zeit. Als nächstes. Shantae. Na prima. Zero Suit Samus. Erhöhte Itemschlagkraft für Gegner. Statt mit dem Schnitter. Soll das die Haare repräsentieren. Ja. Durchaus gelungene Metroidvania Spieleserie. Wir hatten Let's Play Shantae and the Pirate's Curse und Risky's Revenge. Und wer weiß, ob eines Tages sogar der Tag kommt für Half-Genie Hero. Wenn dieser Tag kommt, werde ich euch dann noch erklären können, warum es vorher nicht geht. Ah, die 9 hätte sitzen können. Was glaube ich, ist einer der, ich habe das mal gesehen, die komplette Spirit-Übersicht von allen. Und Shantae ist wirklich der letzte normale, oder Shantae und Risky Boots, die letzten normalen Spirits. Sprich, danach kommen ja die Special Spirits wie Partner Pikachu und Partner Evoli und was da halt dazu kommt später noch. Aber Shantae und Risky Boots waren die letzten, also entweder standen sie lange zur Debatte, wirklich noch reingenommen zu werden als Kämpfer, wurden erst in letzter Sekunde gerade noch mal als Spirit hinzugefügt. Wer weiß, wer weiß. Ich mag die Serie, versteht mich nicht falsch. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch Half-Genie Hero gespielt. Nicht durch, muss ich auch zugeben. Hier kommt leider nicht mal ein Soundtrack. Einen ähnlichen, ja, das ist der Titel, der Titelsong, aber... keinen eigenen.
Ich finde trotzdem Shantae and the Pirate's Curse immer noch mit Abstand das beste Spiel, das erste, was ich gespielt habe. Risky's Revenge ist im selben Grafikstil, aber... gut ausgewichen. Pirate's Curse macht vieles besser, auch so von den Attacken, die man lernt und so, gefällt mir das mehr. Was war das? Ein Kampf um Leben und Tod hier! Aber das war's mit Shantae. Magieangriffe gehen hoch. Primärass, also für Grün. Hört man aber nichts mehr, ne? Neue Spiele sind nicht geplant. Die haben ja viel zu lange an Half-Genie Hero gesessen. Und haben die auch portiert auf alles Mögliche. Der alte Lobber. Deswegen, also definitiv sympathische Spieleserie und Charakter. Stärkere Gegnerwürfe. Der Gegner setzt auf Würfe ein. Wer ist denn der alte Lobber? Ach, von Starfy. Gut, Starfy ist ja sowieso relativ Japan-exklusiv. Starfy hatten wir in Mario Maker auch mal gesehen, nicht wahr? Mario! Und warum greift ein so oft? Der alte Lobber? Mag den Zeichenstil übrigens von Starfire und den Charakteren, die dazugehören. Ach, die sind nicht stark. Das sind Lappen. Der greift mich, aber der wirft mich nicht. Was soll das denn? Pfirsich. Pure Gönnung. Ich will den. Ja, okay. Die hier sind absichtlich keine Herausforderung. Ja, was das soll? Die greifen einen und lassen einen los. Ich drück nix, ne? Bei dem ich greife, ich hab nix gedrückt. Absolute Lappen. Kampfbeginn mit Mr. Saturn. Ja, moin. Streitwagen des Blitzes, richtig time. Fette Truhe. 20 Lernjuwelen. Oh, das schmeckt. Ferro und Lokführer Link aus Spirit Tracks. Da kann ich mir die Arena schon denken. Gegnerische Sprintangriffe sind stärker. Sprintende Gegner fügen dir Schaden zu. Zwar gemein, aber die allgemeine Kampfstärke lässt nichts Schlimmes vermuten. Locker flockig von der Hüfte. Alter, mach nichts anderes. Link und der Lokführer. Link ist der Lokführer. Was macht ihr denn? Das Schild ist gebrochen. Sprintangriffe. Alright, let's go. Mr. Game & Watch muss nicht aufs Klo. Da sind wir alle froh. Und singen oh yo yo yo. Was? Ah. Wir können die Lok jetzt benutzen. An Millionen Stellen. Cool. Wusste ich jetzt auch nicht, dass man erstmal zurückgehen sollte. Aber ja, als nächstes ein Schutzpatron. Nämlich der von Mele Mele. Kaporiki. Pokémon Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond. Starkstromgefahr. Bodenlebend Kämpfer. Moment. Die habe ich ja. Weil die so geleuchtet haben, dachte ich gerade, habe ich nur Schutz oder auch was Besseres? Let's go! Kaporiki. Maskiertes Pikachu. Ja, auch mit Fantasie, ne? Hat Kriegsbemalung. Kaporiki ist auch vertreten als Pokéball. Na ja, gut. Dann ist das so. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, ich hätte ihn schon mal gesehen. Tu mir den Gefallen und kämpfe anständig! Wenn ich es schon nicht tue. Das war wenigstens einer. Sich Mühe geben hier.
mag generell Arenen mit drei Plattformen nicht. Der Schlüssel war früher nicht so effektiv, aber ich treffe nicht mehr so häufig. Wir werden im nächsten Part wirklich rausfinden. Oh! Er kann sich auch nicht mehr retten, glaube ich. Hat er das gut gemacht? Ich hätte mich noch retten können mit meinem Up-B, aber... Er hat den richtigen Treffer gesetzt. Kaporiki, Plot Twist. Wir sind nicht auf Mele Mele. Sondern die Ruinen sollen ein bisschen die Schreine dort repräsentieren. Na, ich weiß ja nicht. Das zwiebelt, wa? Was sieht denn so blöde aus? Keine Chance. Bist du stolz auf deine bisschen Nahrung da? Man muss aber auch sagen, die 9 von Wotchi kommt öfter vor als manche mittlere Zahl. Oder? Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Oh je, was wird das wieder für ein Bereich? Ich gucke jetzt mal. Ach, da kann ich auch nicht drüber. Ist ja nicht so, als hätte ich einen Labras. Aber ist ja auch egal. Rick aus Kirby's Dream Land 2 und 3. Eisalarm, der Boden lässt Kämpfer schlittern und gefrieren. Startet mit einer Feuerblume. What the fuck? Okay, dann, dann mach mal. Gefrierschutz. Von dem erstbekommenen... fürs Knollenauge. Spirit. Nein, nein. Auch nicht häufig gesehen. Oh, warte. Scheiße. Zu geistesabwesend oder zu beschäftigt. Was ist eigentlich los bei euch? Was ist hier falsch? Hm? Oh, Bomben! Bomben in the sky! Speisestärkung? Ah, nicht nötig. Aber danke, Rick, süße Hamster. Sind immer noch meine Lieblingstiere. Mittelhamster, nicht Zwerghamster. Die mag ich nicht. Aber Goldhamster? Die sind meine Lieblingshaustiere, ja. Ach, das ist eine... Nee, Moment. Das ist ja Monster Hunter. Hatte mit Xenoblade zu tun gehabt. Ramse! Schon wieder. Nee, das ist ein anderes Stage. Das ist die Retro-Stage davon. So, einmal schwupp, einmal schwupp und einmal. Schwupp. Viermal Pit! Ganz normale Kirby-Gegner. Was soll das denn eigentlich? Wollt ihr mich beleidigen? Gut, die können fliegen wie eine Eins, ja, keine Frage. Aber halt doch davon. Meine Smashes, ja. Tun dann schon ihren Job, ne? Sein Ernst. Bin ich! How about no? Ja, diese Sub-Area, wo wir hier sind. Puh.
weiß ja nicht, wie groß er ist. Gemeiner Laufpilz aus Earthbound. Deswegen ist das auch ein Nest derjenige. Die waren wirklich gemein. Die haben einen nämlich die Dings verdreht. Die Laufrichtung. Und boah, Alter, hat das auf den... Es geht auf den Keks, wenn du darauf nicht die ganze Zeit Rücksicht nehmen möchtest. Ach, und das ist sogar ein Item. Oh, Himmel. Ja, ich weiß, dass es ein Item ist, aber... Nicht darauf geachtet. Ich hab den sogar. Nimm das, Ness! Wie auch immer. Okay. Kampfbeginn mit gemeinem Laufpilz. Ich finde nicht, dass das Item so viel bringt, deswegen Pustekuchen. Was sind das hier jetzt für Dulli-Kämpfe? Was zur Hölle? Ah, sehr schön. Da stand es nochmal. 2013 erschienen, Earthbound. In Europa dann doch. Die Virtual Console. Tauros. Als Bowser. Extremes Tempo für Gegner. Sprintende Gegner fügen Schaden zu. Tauros, ja, wirklich. Auch sehr prima Pokémon der ersten Gen, leider extrem selten zu bekommen. Was soll das denn? Mein Schild ist so gut wie down, deswegen mach gerne noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt der Panzer! Scheiße. Bitte, halt wie in dem Game & Watch Spiel Zoo eingepfercht, weil es halt auch ein wildes Tier ist, ne? Der wilde Stier! Kyurem mit dem Eissturm. Schön sieht's hier ja aus, wobei es gibt doch Leute, die haben das... Okay, der hätte schon animiert sein können, der Wasserfall, bin ich mal ganz ehrlich. Aber meckern kann man da wirklich nicht, also... Rahmbeene, hi! Sprintende Gegner fügen dir Schaden zu. Warte mal. Warum sprinten die hier alle eigentlich? Ja, weil ist halt so. Aber weißt du... Damit kann ich handeln. Das ist nicht das Ding. Hat er geblockt, die Sau. Die sind aber schwächer geworden, die Abangriffe von Watchy. Auch die Schildkröte. Die war früher viel effektiver. Das muss einfach mal gesagt werden. Tut nicht Taddle auch? Geht Mr. Game Watch mainen? War da nicht was? Okay, so können wir jetzt darüber. Ich werde aber erstmal die andere Richtung bestreiten, ne? Oh, Prinz Tricky! Wie geht's? Erdbeben. Die Stage erzittert und lässt Kämpfer hinfallen. Das könnte eine Anspielung sein an den einen Move von Fox. Den man gegen Ende bekam. Prinz Tricky, Star Fox Adventures, aber auch Star Fox Assault. Bereit? Los! Zweimal Let's Play. Schönes Spiel. Come on, Fox! I'm hungry! Oh, ich hab nicht... Ey, ich hab keinen Spirit genommen fürs Erdbeben, by the way. Ist aber auch Wumpe. Die sind hier wirklich sehr schwach. Keine Frage. Wollen wir uns ihn noch aufheben? Nee, er verschwindet sogar. Knackrack! Oh ja. Das könnte der Richtige für den Job sein.
Das waren seine erhöhte Angriffskraft. Lauftempo. Meinetwegen, so ein gepflegtes Knackrack, ne? Sind die das? Ass im Ärmel. Ihr seht auch die ganze Zeit, dass ich nicht ernst spiele, wenn ich Judge einsetze, andauernd. Da merkt man eigentlich schon. Ich lasse das Glück noch mitentscheiden. Aber wie gesagt, im nächsten Part wird es wieder ernst. Gegen Gegner aus allen Skillgraden. Mal sehen, ne? Wie es läuft. Bin ja wirklich schon sehr gespannt. Ich freue mich halt drauf, ne? Deswegen erwähne ich es. Immer wieder. Da wird es kein Mischmasch geben, sondern einen reinen Mr. Game & Watch Online-Part. That's it. Ja, sorry, dass heute die großen Duelle ausblieben, aber so sind wir immerhin mal ein bisschen vorangekommen, nicht wahr? Ich möchte nur ganz kurz... Ja, ich weiß, man muss eigentlich nicht separat und manuell speichern, aber... Ich tue es trotzdem und hole mir noch einen Kämpfer auf diese Art und Weise. Ridley! Na, hi! Den wollen wir doch haben, ne? Den wollen wir doch bekommen. 3, 2, 1, los! Was ist mit der Stage los? Die Anordnung der Plattform ist mir so nur gar nicht bekannt gewesen. Allerdings gehen die immer besser ab. Werden die von jedem Kämpfer eigentlich besser und stärker? Die Herausforderungskämpfe? Weil ich werde neuerdings halt fertig gemacht. Die haben neuerdings Chancen, würde ich sagen. Ist denn nicht dein Ernst? Na gut, dann werden wir ihn halt im Story-Modus freispielen, aber hä? Scheiße, ich habe am Anfang rumgealbert. Alles klar, online, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!